Ja, um die Ecke kommt jetzt gleich ein Kaufland. Und da habe ich mal vor rund 8 Jahren gearbeitet für einen Monat. Und nur wegen so einer abgefuckten Mitarbeiterin damals habe ich dann wieder quittiert. Fuck you nachträglich! Jetzt stehe ich hier gerade bei dem auf dem Parkplatz, bei dem Kaufland. Ich habe damals einen Nebenjob gesucht wegen der SAE. Und dann war ich hier bei Kaufland gewesen und stand an der Kasse und dann war so eine Durchsage, so dieses typische. Für Obstbereich haben die jemand gesucht, zum Einräumen wahrscheinlich, klar. Und bin dann da mal hin, habe mich vorgestellt und dann hieß es direkt, ja, das war so eine Durchsage, aber eigentlich suchen wir Leute für den Mopro-Bereich. Ich wusste gar nicht, was es ist, also Molkereiprodukte, wenn ich es noch richtig erinnere. Und dachte so, naja, ist doch egal, ist mir wurscht, was ich machen muss. Hauptsache, man kann arbeiten und verdient ein bisschen Geld. Man verdient ja gar nicht so schlecht im Supermarkt auf jeden Fall. Und dann habe ich da mein Gespräch halt gehabt und dann hieß es so wegen, ja, wir würden uns noch 5 Minuten besprechen. Da dachte ich mir schon, ich bin bestimmt drin. War ja dann auch so, habe den Job bekommen. War richtig guter Dinge, habe mich gefreut und der Weg ist ja auch gar nicht so weit hierher und so weiter, echt cool. Und dann ging es halt los und dieser Molkereibereich, da ist ja eigentlich immer von Frauen besetzt. Das hat wohl damit zu tun, weil die anscheinend noch aufmerksamer sind, was diese ganzen MAD-Sachen anbelangt. Jedenfalls wurde mir das damals so erklärt, weil es ungewöhnlich war eigentlich, aber irgendwie haben die da trotzdem jemand gebraucht und naja, diese Frau, wegen der ich dann quasi da wieder aufgehört habe, mehr oder weniger, die war irgendwie richtig unzufrieden mit ihrem Job. Also die war so richtig abgefuckt immer und richtig also die war von Anfang an richtig unfreundlich. Aber das war so diese Vorarbeiterin oder wie man das nennt, keine Ahnung, die den Bereich so ein bisschen leitet sozusagen. Und da ging es direkt so richtig beschissen los, ja. Und ich hatte ja gar keine Ahnung von nix. Die hat mir so ein bisschen was gezeigt und so, ja, aber das muss auch ein bisschen schneller gehen. Ich hasse Leute, die sozusagen in einer Führungsposition sind, aber gar nicht wissen, wie sie mit ihren Leuten umgehen müssen, weil ich selber auch schon in gewissen, sagen wir mal, Führungspositionen war und ich weiß, meine eigenen Erfahrungen gesammelt habe und ich weiß, wie man mit seinem Team umzugehen hat und nicht alles auf seine Leute abwälzt, sondern selber den größten Teil eigentlich machen sollte und immer mit Rat und Tat zur Seite steht und wenn es Stress gibt, den Stress auf sich zu nehmen und nicht auf seine Leute auszulagern, sodass sie nicht verunsichert werden und so weiter und so fort. Ich könnte da noch ewig drüber reden. Das sind für mich ganz selbstverständliche Dinge, die habe ich auch so mitgelernt, weil es halt in meiner Familie auch vermehrt Selbstständigkeit gibt. Aber gut, kann man nicht von jedem erwarten, sich auf jeden Fall richtig abgefuckt auf ihr Leben und auf ihren Job auf jeden Fall. Hat sie dann schön mal bei den Leuten ausgelassen. Ich bin jetzt nicht keiner, der deswegen direkt aufgibt oder so. Das kann ich schon irgendwo wegstecken. Nur es gab dann einen bestimmten Grund, wo ich mir gedacht habe, okay, das muss ich mir nicht mehr geben. Ich war dann, wie gesagt, einen Monat da und war auch immer pünktlich zur Arbeit, so wie es halt natürlich gehört, ist ja klar. Und dann gab es einmal einen Tag, da musste ich auf jeden Fall los, weil ich auch noch irgendwo hin musste. Und dann sage ich so, naja, wann ist denn jetzt, mein Feierabend ist ja gleich, dann hau ich gleich ab. Und sie so, wie? Und dann sage ich so, ja, ich muss ja noch woanders hin und ist aber, es ist ja kein Problem, ich habe ja Feierabend. So. Und dann sie so, ja, nee, wir müssen ja hier noch vorziehen und so im Supermarkt sieht man ja mal die Sachen vor, damit alles schön voll aussieht. Und ich sage so, wie? Okay, krass. Und dann sagt sie so, aber ja, du kannst ja gehen, dann wirst du ja sehen, was du davon hast. So eine Aussage allein schon ist mega unprofessionell und auch gar nicht kollegial oder so. Das ist einfach so eine Kindergartenaussage, so wie wenn Kinder sich irgendwas an den Kopf werfen, so richtig behindert. Und dafür habe ich erstmal schon gar keinen Respekt gehabt eigentlich. Aber dachte dann so, okay, naja gut, ich will ja jetzt hier nicht komplett querstellen, machst du mal mit. Habe ich das kurz telefonisch geregelt, habe ich gesagt, okay, ich muss aber kurz telefonieren hin und her. Und dann haben wir das hingebogen, habe ich gesagt, okay, ich kann ja dann später halt auf jeden Fall noch los. Und weil ich auch guten Willen zeigen wollte. Und dann war aber der Punkt, der es zum Überkochen gebracht hat, war dann gewesen, ich stand dann irgendwo hinter den Regalen, mach den Scheiß auch noch, den ich hätte gar nicht machen müssen unbedingt. Und höre sie dann lästern über meine Person. Hast du gerade gehört, was der gesagt hat? Und der wollte jetzt gehen und so. Und ich bin ganz ehrlich, keiner da draußen sollte sich sowas geben. Ja, keiner da draußen sollte sich sowas geben, so eine Art der Behandlung und dann noch hinterm Rücken reden. Das ist einfach richtig hässlich und schlecht. Wenn du ein Problem hast oder wenn du das gerne ansprechen wollen würdest, du angebliche Führungsposition in dem Bereich oder was auch immer, dann nimmst du mich zur Seite und redest vernünftig mit mir und erklärst mir das und was dir nicht passt und wie auch immer. Aber nicht so hässlich hinterm Rücken, was ist das für ein Kindergartendreck? Und daraufhin habe ich mir gedacht, okay, fuck you, Alter. Fuck you, das muss ich mir nicht geben. Dann suche ich mir lieber was Neues. Ich habe es wirklich versucht. Ich habe mich mit den anderen auch gut verstanden, auch mit dem Chef und so weiter. Aber nicht mit ihr. Und es lag nicht an mir, sondern es lag wirklich eher an ihr, weil sie einfach so eine richtig hässliche Art hatte. Und dann sowas noch. No respect für so einen Scheiß. Naja gut, und dann bin ich hier hingekommen wieder, habe gesagt, ich kündige. Ging es dann alles ganz schnell.
Und naja, jetzt habe ich auch so ein bisschen was vorweggenommen. Das hätte ich jetzt auch im quasi Werdegang noch mit einbauen können. Wollte ich aber trotzdem auch schon mal vorwegnehmen. Die kleine Kaufland-Story. Und danach ging es ja dann weiter. SAE und neuer Nebenjob. Ja. Aber ich fand, das geht gar nicht klar und war auch total unnötig. Ich gehe wie immer, ich gehe nach wie vor hier gerne einkaufen und alles cool. Die ist eh schon seit Ewigkeiten nicht mehr hier. Keine Ahnung, vielleicht wurde sie gefeuert oder sie hat selber gekündigt. Weiß nicht. Also mit der konnte man echt nicht klarkommen. Leute, wenn ihr so Vorgesetzte habt und ihr denkt euch, ich muss das machen und hin und her. Klar, man muss sich auch mal durchbeißen, habe ich auch gemacht. Aber es gibt Grenzen so. Und dann sucht euch lieber was Neues. Im Chaos raus.